Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Leute, wir waren ja beim letzten Mal in Alfred und Alexias Privatgemächern und haben jetzt die Spieluhr hier aktiviert in diesem Raum und da hat sich diese Leiter hier geöffnet. Und ich denke mal, dass das jetzt die finale Folge sein wird von diesem Projekt. Ich bin gespannt, aber ich denke, es ist nicht mehr so viel. So, die Leiter klettern wir hoch. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Wieder ein Herzschlag-Finale. Wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Gut. Ein Raum. B3. Oh, was eine Ansicht hier. So, was haben wir denn hier? Ah, guck mal da, da liegt was. Nichts Nützliches. Echt nicht? Da ist wieder Veronica da oben. Da ist das Porträt eines Mannes. Ein großer Kratzer ist an dem... Oh Gott. Das Item nehme ich als letztes. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Gibt's hier noch irgend... Ah! Da liegt Muni. Ah, hier, das war die, okay. Muni, ja, sehr gut. Die können wir direkt in unsere Knarre packen. Kombi. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das das Finale ist, aber ich denke mal, hier liegen noch mehr Kräuter. Können wir ja überhaupt nicht gebrauchen, ne? Aber zum Glück sind sie jetzt mittlerweile nett zu uns, das ist gut. So. Dann haben wir hier auch wieder überall Veronica. Was haben wir hier? Farbbänder. Okay. Ist hier noch mehr Zeug? Das ist doch Muni. Sieht so aus wie Muni, diese kleine Truhe da. Okay, dann nimm mal das. Was ist das wieder für eine Kameraperspektive? Da kommt doch gleich was rausgesprungen. Alles klar. Eine Libelle. Sehr gut. Das heißt, wir können dann schon hier raus, oder? Wartet mal. Die Libelle können wir ja jetzt mit den Flügeln machen. Genau, und schaut mal hier. Goldene Libelle. Prüfen. Eine Libelle aus Juwelen und purem Gold. Die Flügel sind vollständig. Ja, sehr cool. Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier abhauen, oder? Wir müssen aber noch Claire finden, tatsächlich. Weil Claire ist noch unten bei Steve unterwegs. Dankeschön für eure Libelle, damit wir hier was machen können. Alles klar. Ja, und dann müssen wir hier abhauen mit Claire. Das ist jetzt eigentlich unser Hauptziel. Danach ist alles ruhig. Noch ist alles... Moment mal, was war denn hier nochmal? Ach so. Abkürzung. Eine Abkürzung zu Claire. Gut, dann gehen wir da. Gehen wir da doch hin. Gut. Brauchen wir gar nicht mehr da zurück. Sondern dann nehmen wir einfach die Abkürzung zu Claire jetzt. In diesem Kontrollraum. Und ja, dann gucken wir uns das doch mal an hier. So. Dann waren wir hier genau und dann müssen wir eigentlich nur geradeaus. Und dann müssten wir eigentlich da sein, wo Claire war. Und dann können wir hier da oben da auf dieser Plattform abhauen direkt. So, Claire, bist du hier? Ja, sie ist da. Claire? Is that you, Claire? Chris? No! The door won't open! Hey, is Steve with you? Steve? Hey! Steve?
Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? No, I can't. There should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Ah ja, wieder einmal das Selbstzerstörungsmechanismus, ne? Ist klar, Sicherheitsordner. Wow! Okay, es ist tatsächlich jetzt Finalzeit, Freunde. Sicherheitsordner. Prüfe. Irgendwas liegt zwischen den Seiten. Ja, was denn? Ah, okay, die Sicherheitskarte. Zwischen den Seiten war eine Schlüsselkarte. Die Sicherheitskarte. Alles klar, Freunde. Da wir jetzt allerdings das Finale vor uns haben, würde ich mich gerne vorbereiten. Oh, ist das aufregend. Wir haben sogar ganz in der Nähe, eine Kiste, das ist saugut. Wir müssen noch einmal zurück. Ich möchte mich für den finalen Kampf hier vorbereiten. Was auch immer dann noch kommt. Ich denke mal, Alexia. Oh, cool. Okay, geile Mucke hier. Geiler Soundtrack. Muss ich sagen, und das ist tatsächlich die finale Folge. Ja, es ist soweit. Wir müssen nur noch hier weg. Ach, guck mal, und wir können jetzt auch das hier machen. Haha, wie cool. Dann schieb das weg und dann gucke ich mal, was sich dahinter verbirgt. Okay. Dann, Chris. Wofür werden diese Haken benutzt? Ja, dann, nutze. So, da bin ich mal gespannt, was das jetzt ist hier. Ah, ja. Okay, vielen Dank. Granatenmuni brauche ich tatsächlich. Nehme ich auch mit. Ich weiß ja nicht, wen wir spielen. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob wir Chris oder Claire am Ende spielen. Aber wir müssen uns definitiv erstmal hier vorbereiten. Wir brauchen das, wir brauchen das, brauchen wir nicht. Die Heilung werde ich zusammenmischen. Dann zweimal Vollheilung. Da sind wir auch schon voll, ne? Wir brauchen eigentlich noch die Muni, ja. Kombiniere das damit, dann haben wir drei Heilungen. Die Shotgun. Und die normale Waffe werde ich ablegen. Dann nehme ich die Magnum mit rein. Dann sind wir ja doch mit der Muni gut ausgekommen am Ende. So, kannst du das hier so machen? Genau. Dann hier. So, wunderbar. Granatenmunition. Ich weiß halt nicht, mit wem wir es machen, ne? Deswegen... Nee, nicht die Luger, sondern hier, die Magnum werde ich mitnehmen. Boah, volle Packe hier ausgerüstet. Aber ja, wir haben dann alles mitgenommen, was wir haben, weil den Rest, die Shotgun, die lasse ich hier, genau. Die werde ich nochmal mitnehmen dann. So, dann nimm die mit. Schrotflinte, aber die werde ich nicht benutzen, wie gesagt. Oder sollen wir die jetzt nochmal... Wartet mal, wir werden ja Items los. Nimm sie mit. Komm, Chris. Nimm sie mit. Und rüste dir die Magnum aus hier. Yeah. Yeah, Magnum hier. Cold Python. Alles klar. Gut. Dann müssen wir jetzt da oben hin, in die Richtung. Da, wo wir da die Libelle einsetzen können. Und ich bin sowas von gespannt, was dann passiert. Nicht dahin, oder? Doch dahin. Oh, ich bin so aufgeregt, Freunde. Finalstimmung hier. Ja, meine Katze hat gerade ein bisschen gestört. Aber gut. So, die Zombies noch. Kommen sie jetzt raus? Ne, die kommen immer noch nicht raus. Ist denn auch dieser Notfallaufzug? Nee. Diese Musik, die macht mich jetzt ganz schön hibbelig gerade. Aber ich finde die geil. Ich finde die richtig, richtig geil.
So, Magnum ist ausgerüstet. Was kommt hier? So, hier vorne bitte die Libelle einsetzen. Höhlung in Form einer Libelle. So, dann nutzt die Libelle. Da haben wir so lange drauf hingearbeitet, Mensch. Die Tür wurde geöffnet. Ja, dann geh hier rein. Hightech-Tür. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt hier... Hier sind nochmal Zombies. Normale Zombies. Genau dafür habe ich die Shotgun mitgenommen. Ist das nicht cool? Weil, ja. Und Kopfschuss. Und hier auch. Kopfschuss. Wunderbar. Genau, gut, dass ich die Shotgun nochmal mitgenommen habe hier. So, was ist das hier? Nochmal ein Kraut. Da habe ich ja jetzt keinen Platz mehr für. Doch. Doch, wir haben nochmal Platz. Aha, okay. Ja, geil. Dann haben wir am Ende 3 Vollheilungen. Ah, das passt. Passt wunderbar, Freunde. Oh, ich bin nervös. Ich bin richtig aufgeregt jetzt. Dann geh hier hoch. Komm. Was ist das für ein Teil? Nochmal ein Kraut. Oh ja. Alles klar, ihr seid ja richtig nett. Da ist ein Zombie da unten. Können wir da hin? Wartet mal. Können wir da hin? Können wir da hin? Nee, da können wir nicht hin. Warum ist da ein Zombie? Ah, okay. Gut. Was heißt hier? Ein Computerterminal. Von hier ist der Zugang zum Selbstzerstörungssystem möglich. Benutze die Sicherheitskarte. Wurde benutzt. Ah! Entriegelung des Selbstzerstörungssystems. Oh Gott, bitte den Sicherheitscode eingeben. Wartet mal. Ah! Code Veronica. Der Titel des Spiels probiere ich mal. W. O. Ni. K. So, dann probieren wir das. Und? Eingabe wird überprüft. Code bestätigt. Die Sperre wird aufgehoben. Sehr schön. Danke. Alle Schlösser wurden geöffnet. Ah, wunderbar. Danke. Oh oh. Okay, der Timer geht los. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier uns hier beeilen müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, und ich hasse das. Ich hasse diese Timer. Geh hier raus. So. Puh. Das ist Action pur hier. So, Claire. Ah, da ist Claire schon. Okay. Of course. Come on. Let's get out of here. Oh Gott, nein. What are we gonna do? Okay. Turn the key clockwise simultaneously on 3. Got it. Keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but... I can take care of this. Just go. You have to make it. Don't die on me. Okay, wir müssen sie beschäftigt halten. Das ist Alexia. Ach geil, mit der uralten Mucke. Ah ja. Ah, okay.
Okay. Was haben wir jetzt gemacht? Oh, ist das eklig. Oh, ist das widerlich. Igitt, Alter. Na gut. Das heißt, wir haben jetzt hier den Endboss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Lass mich ins Menü, lass mich ins Menü. Wieder Parasite Eve Action hier. Und wir machen es mit Chris, also mit Magnum. Alles klar. Okay, wir haben die Magnum. Und was sind das für kleine Dinger? Was sind das für kleine Teile? Wartet mal. Gelb. Okay, das heißt, wir können das eine grüne benutzen. Wartet mal. Was sind das für kleine Teile da unten? Was sind das für kleine Teile? Die müssen wir scheinbar kaputt machen. Okay. Oh Mann. Ultra. Boah, was ist das hier für ein Kampf? Okay, das passt aber. Sehr gut. Okay. Drei Dinger kaputt gemacht. Ah, da ist noch so eins. Okay. Orange. Das heißt, wir können uns einmal heilen. Wir haben noch einen Shotgun-Schuss hier. Ach, verdammt. Das heißt, wir müssen jetzt die Magnum nutzen, oder was? Für diese kleinen Mini-Teile, oder was? Nee, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Das kann ich mir irgendwie nicht... Alter! Oh Gott, was ist denn hier? Was? Diese kleinen Dinger, die nerven. Okay, gelb. Was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Bossfight? Diese kleinen Teile! Mann! Noch gelb. Okay, die machen keinen Schaden irgendwie. Oder was? Nee, die machen keinen Schaden. Okay. Dann könnt ihr jetzt mal abhauen? Ihr dein... Ja, lasst ihr mich mal. Oh. Ja, nee. Oh, nee. Shit. Mach den Continue. Komm. Verdammt nochmal, was soll das? Diese kleinen Dinger da, die machen mich, die bringen mich total aus dem Konzept. Ja, super. Können wir jetzt hier nochmal das Ganze machen und rauslaufen? Oder was? Hä? Wartet mal. Hä? Computerterminal. Ja, dann benutzt die Sicherheitskarte. Ah, nochmal den Code eintippen. Nochmal. Okay, alles klar. Wir machen es nochmal. Und ja, ihr könnt euch dann selig nochmal drauf vorbereiten, dass wir jetzt hier bald abhauen, hoffe ich. Und uns dann beim nächsten Mal besser anstellen. So. Ja, mach schneller. Ist okay. Sicherheit. Die Sperre wird aufgehoben. Alle Schlüssel wurden geöffnet. Okay. Ja, ist okay. Ich will wieder da raus und gegen Alexia kämpfen. Los. Ach, verdammt nochmal. Gut. Das heißt, wir müssen... Nee, das war schon richtig mit der Shotgun, was wir da gemacht haben. Okay, dann schnell hier raus. Verdammt nochmal. Gut, dann raus, 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 raus. Okay, sehr schön. Ich mache hier mal eine kleine Speicherung. So. Und dann können wir ja, denke ich mal, die Szene können wir jetzt aktiv abbrechen, genau. Okay. Dann probieren wir das Ganze doch jetzt nochmal. So. Chris, dann schießt direkt. Genau. Und dann hier. Und da, ah, nee, das können wir nicht überspringen. Doch, das können wir überspringen. Okay. Ich habe ja dann hier jetzt noch eine kleine Speicherung gemacht. Okay, wir müssen anscheinend die kleinen Teile im Arsch machen. Okay. Aber wo zieht er dann die ganze Zeit drauf? Da. Diese kleinen Dinger hier, ey. Diese kleinen Teile, ne? Die gehen mir so auf den Keks. Alter. Beruhig dich mal. So, die Shotgun ist leer. Das heißt, die Magnum können wir dann dafür nehmen. Oh Mann.
So. Der zielt auch nicht auf die kleinen Teile. Der zielt nicht auf die kleinen Dinger. Okay, dann... Oh Gott, wartet mal. Orange. Boah. Okay, dann lad bitte die Magnum nach. Ich hoffe ja, dass... Oder man muss einfach da drauf ballern. Oder haben wir jetzt hier verkackt? Das kann natürlich auch sein, oder? Diese kleinen Dinger. Oder haben wir das jetzt hier verkackt? Wartet mal. Das Ding braucht aber extrem viele Magnum-Schüsse. Wow. Okay. Ist ja gut, ihr kleinen Teile. Okay. Ist ja gut jetzt. Schieß weiter drauf. Oh Gott. Okay, wie sieht's aus? Vergiftet. Oh. Oh, und wir haben nur noch zwei Schuss. Können wir das überhaupt noch schaffen jetzt? Das ist jetzt gerade interessant. Ich kann nichts mehr tun, Freunde. Ich kann nichts mehr machen. Shit. Was ist das für ein Finale? Oder müssen wir einfach hier ausharren? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Das Ablenken, ja, aber... Diese Eisperre ist bereits gelöst worden. Ich muss dieses Monster besiegen, was? Aber wir haben doch schon 12... Ah, wartet mal, können wir da einfach drauf treten oder was? Was ist das für ein Endgegner? Was ist das für ein komischer Endgegner? Ich bin gleich tot. Also scheinbar brauchen wir doch die normale Waffe. Ja, hinhalten. Ja, toll. Seid ihr lustig? Seid ihr lustig, Leute? Echt. Ihr seid so lustig. Ja, toll. Scheiße. Gut, Freunde. Wisst ihr was? Ich werde mal die normale Pistole aus dem Inventar holen. Und wir sehen uns dann gleich nochmal bei dem Fieder wieder. Also bis gleich dann. So, Freunde, ich habe jetzt mal geschaut und wir müssen tatsächlich scheinbar nur darauf rußen. Wir müssen nur drauf rußen. Okay, dann ruß drauf. Also diese Dinger einfach ignorieren. Tatsächlich. Das ist höchst interessant. Wir müssen also einfach... Wartet mal. Jetzt müssen wir uns vielleicht sogar schon heilen. Nee, ah doch. Mit Gelb, mit Grün. Okay, und dann hier einfach mit der Shotgun einmal... So, genau. Und dann hier einfach die kleinen Dinger kaputt machen, wenn sie kommen. Okay. Dann weiter mit der Magnum drauf. Ich hoffe, dass das ausreicht. Die Muni. Ich meine, oh, das nervt, diese kleinen Teile, ey. So, orange, das heißt einmal heilen. Also wir müssen einfach draufrußen hier. Okay, Alter, sind das viele. Aber die hindern uns nur am Schießen. Die machen keinen Schaden. Kombiniere damit. So, 6 Schuss haben wir noch. Das muss doch irgendwann mal einfach weiter. Hä? Wie jetzt? Nee. Okay, hier dann und... Mach mal diese Teile weg, so. So. Und dann weiter drauf schießen einfach. Ich hoffe mal, dass das, wie gesagt, ausreicht. So. Ich bin gestorben! Schon wieder. Warum? Boah, dieser Bosskampf. Also, ja gut. Es ist halt... Also die Pistole kann man hier vergessen. Ah, nee. Nee, nee. Die Pistole geht. Okay. Die Pistole geht. Alles klar. Mit der Pistole kann man also diese kleinen Dinger auch kaputt machen. Okay.
Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt nicht verkackt haben, weil wir den Granatenwerfer nicht dabei haben, weil der bei Claire ist. Okay, warte mal. Gelb. Okay. Wir müssen darauf achten, dass wir uns immer schön heilen. Immer schön draufballern. Scheiß auf die kleinen Teile. Wir sind jetzt vergiftet. Okay. Wir müssen einfach draufrusten. Ich meine, das kann doch nicht sein. Wartet mal. Heil dich mal. Ich meine, das kann ja nicht sein. Das war hier... Genau. Dass wir hier jetzt eine Magnum haben, aber dass die nicht ausreicht, das glaube ich nicht. Gut. Weitermachen. Weiter draufballern hier. Ja, schieb uns nur weg. Schieb uns nur da rein. Ey, ist okay. Ah, lapp ich nach. Okay, Heilung. Magnum. So, weiter. Weiter drauf. Ich weiß ja nicht, wie viel das Ding noch aushält. Hä? Wartet mal. Okay, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Puh, heile, heile. Kombi. Also dieser Boss ist komisch, muss ich sagen. Also das ist der komischste Boss, den ich in Resident Evil je erlebt habe. Und da noch. Da hinten ist noch so ein Teil. Egal. Schieß einfach weiter. So. Oh Gott. Wie geht's dir? Ja, lach nur nach. Oh. Was ist das für ein komischer Boss? Hä? Nee. Dieser Boss ist sehr komisch, Freunde. Also irgendwie... Stimmt was mit dem nicht. Ja. Wieder tot. keine Ahnung. Probier es jetzt mal mit der Shotgun. Ich weiß ja nicht. Ja, schieb uns nur dahin. Ist okay. Wartet mal, oder müssen wir die einfach wirklich nur die Kleinen hier kaputt machen? Ah, wartet mal. Lass schneller nach. So, müssen wir vielleicht doch nur die Kleinen hier kaputt machen? Ich weiß es ja nicht. Wie funktioniert der? Verdammte Axt. Wie funktioniert das Scheißvieh? So, jetzt aber. Jetzt können wir mit der Magnum draufrusten, denke ich. Wir müssen auf jeden Fall diesen Raum hier aktivieren. Schon wieder gestorben. Mann. Oh, jetzt habe ich aus Versehen hier... Wartet mal. Was habe ich da gemacht? Okay. lieber nochmal laden. Was ist das für ein komischer Boss? Ich glaube das irgendwie nicht, dass wir das hier verkackt haben. Wartet mal, ich mach erstmal. Ah, da kommt er mit seinem scheiß Giftsprühen an hier. So, dann Magnum. Aua! Das war doch mal auf. Okay, gelb sind wir schon. Wie funktioniert dieser Boss? So. Wie funktioniert der Boss? So. Okay. Diese grünen. Diese, ich weiß halt nicht, was das ist. Was es damit auf sich hat hier mit denen. Okay. Gelb. Gott. Hätte ich jetzt vielleicht doch den Granatenwerfer gebraucht oder was? Aber der liegt ja bei Claire. Wartet mal. Orange. Die geht mir auf den Senkel. So. So. Mein Gott. Jetzt mit der Magnum drauf, oder was? Da ist wieder einer. So. Shotgun. Kannst du mal kaputt gehen? Das kleine Teil da.
Ja. Grün. Alles klar, dann lauf mal ein bisschen. Ja, und hier, ja, direkt so, genau. Dann direkt mit der Marken draufballern. Und dann hier nachladen. Mein Gott, ist das ein Stress. So. Haben wir es jetzt bald mal. Da kommt wieder was. So. Okay, schön kaputt gemacht. Und jetzt hier orange heilen. Magnum nachladen. Was ist das für ein Boss? Der ist so komisch, dieser Boss. Wirklich. Okay, und da kommt was. Genau, und wegmachen. Genau. So, Magnum ausrüsten. Oh, Mann. Dann schieß weiter drauf. Da kommt wieder was. Shotgun nachladen. Magnum nachladen. Wir sind noch grün. Wunderbar. Shotgun ausrüsten. Okay. Und dann einmal im Kreis, genau. Einmal im Kreis einfach. Und dann hier einfach diese Teile weg. Genau. So. Eine Heilung haben wir noch. Weil ansonsten muss ich echt gucken. Das kann doch nicht sein. Wartet mal. Das kann doch nicht sein, dass der so viel frisst. Das kann doch nicht sein, dass der so viel frisst. Hä? Was ist los mit dem Teil? So war doch sonst kein Resident Evil Boss. Da kommt schon wieder... Oder ich hab's verkackt. Ich hab noch 5 Schuss. Kombiniere damit. Und dann hier benutze. Okay, ich habe was gehört. Gott sei Dank. Puh. Oh Gott. Was kommt jetzt? Um Himmels Willen. Boah. Das Ding fliegt. Oh mein Gott. Die Ameisenkönigin oder was? Okay. Oh, wartet mal. Speichern wir gerade. So, was haben wir hier? Oh, die Impulskanone. Wir haben unendlich Schuss. Wartet mal. Oh ja. Jetzt erledigen wir dieses Ding. Ah nein. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh nö. Jetzt kommt nochmal eine Szene. Oh, Chris! Ich gehe gleich drauf, wenn das so weitergeht. Verdammt nochmal. Die Impulskanone müssen wir jetzt auch nochmal steuern. Und schieß! Und schieß! Oh Gott, was haben wir denn jetzt schon wieder hier? Das Ding fliegt aber auch. Kann man nicht treffen. Das ist purer Glück. Pures Glück. Ich baller einfach. Ich baller einfach drauf los hier. Ja, wir sterben gleich. Jeez. Wie soll man das denn treffen, sag mal? Wie soll man das treffen? Weil endlos Zeit haben wir ja auch nicht, ne? Ah, wir haben's. Boah, danke. Boah, danke. Um Himmels Willen, haben wir es jetzt? Puh, was war denn das? Meine Güte, war das... Oh. Move. Claire! No! Okay, was kommt jetzt wieder auf uns zu? Puh, das ist hart. Nee, jetzt nicht nochmal Zombies.
Nee, also ich habe jetzt wirklich keine Munition mehr. okay. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Let her go, Wesker. You don't want her. Fine. Claire. Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of Starks, I have to finish this. Okay. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. Sorry, ich bin gerade ganz kurz auf die auf das Fenster gekommen. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Immer diese Selbstzerstörungssysteme bei jedem Resident Evil.
Nice try, Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Meine Fresse, Wesker, der Freak, ey. Was hat der sich bitte gespritzt? Naja. Chris, where are you? Keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now. Let's finish this once and for all! Alles klar! Boah, geiler Soundtrack. Beide Gott, ey, was für eine explosive Endcutscene, also wirklich. Puh! Freunde, was für ein Finish für dieses Let's Play. Wow, wow, wow. Ich bin begeistert, auf jeden Fall. Ja, das war's mit Code Veronica X. Wie gesagt, die Finalfolge ist länger, aber ist halt das Finale deswegen. Und ja, hier diese geile Soundtrack im Hintergrund. Alfred und Alexia sind scheinbar Geschichte und Wesker lebt noch. Wie es dann weitergeht, ja, würde man dann bei Teil 4 sehen, aber wie gesagt, ab Teil 4 werde ich nicht mehr spielen, weil, ah, oh, jetzt kommt wieder was Ruhiges, wie gesagt, weil das für mich, für so einen Alteingesessenen kein Resident Evil mehr ist, Teil 4, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nur Geballer und keine Atmosphäre mehr. Allerdings zum Folgeprojekt kann ich jetzt sagen, dass noch Resident Evil Zero kommt hier nach. Habe ich mich jetzt spontan so entschieden. Und ja, damit wir auch mal die Hintergründe uns so kennenlernen. Also es kommt noch ein Resident Evil, kommt noch tatsächlich. Aber jetzt, mein Gott, ich bin noch so geflasht von dem Spiel hier. Einfach geil gemacht, auch mit der Szene von mit Wesker und so, was man da sieht, ne? Richtig krass. Und, mein Gott, ich bin so aufgeregt, ey. Das war schon ein hartes Finish, auch mit dem Endboss. Aber ja, wir haben es am Ende geschafft. Wir sind, Claire und Chris haben sich gefunden und wollen jetzt Umbrella fertig machen. Und, ja, Steve ist leider nicht mitgekommen, wie gesagt. Er ist ja gestorben. Und, ja... Vielen, vielen Dank. Jetzt kommt meine Danksagung an alle, die dieses Let's Play geschaut haben. Da wäre zum einen, also ich möchte jetzt einige Kommentarschreiber persönlich grüßen, die jedes Video geschaut haben. Und zwar ist es zum einen der Just Svenny Gaming. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ah, und jetzt hier noch der Soundtrack von Alfred und Alexia.
Und ja, dann ist der Flying Dragon Games natürlich zu erwähnen. Vielen Dank für deine Treue. Hat mich sehr gefreut, das auch mit dir zusammen zu erleben. Genau wie für den Elite. Auch an dich vielen Dank für das Geben von dezenten Tipps im Spiel. Jetzt auch bezüglich der Sicherheitskarte und so. Ja, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Und da gibt's noch den Pixel-Tee zu erwähnen. Jawohl. Schöne Grüße auch an dich. Vielen Dank, dass du das Let's Play mit mir hier gemeinsam ja, erlebt hast und mir die Treue hältst. Auch wenn es nicht immer einfach ist mit meinen Fails, aber speziell am Ende, das war wirklich, ja, ich sag dazu nichts mehr. Und vergessen wir es einfach, aber am Ende ist wichtig, dass wir es geschafft haben. Und jetzt hier nochmal die Parasite Eve-Mucke. Ja, wie gesagt, diese Musik erinnert mich sehr stark an das Spiel. Den ersten Teil von Parasite Eve. Den habe ich auch gespielt. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da gerne reinschauen. Und ja, wie gesagt, hier geht es nächste Woche dann weiter mit Resident Evil Zero. Das erklärt so ein bisschen, was so vorher passiert ist, vor dem ersten Teil. Und ja, wie überhaupt das Ganze, ja, wie sich das entwickelt hat. Warum da auf einmal Umbrella in so einem Herrenhaus war und so. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und jetzt haben wir hier Stuff for New Events. Was? Okay. Aber wie gesagt, von der Chronologie der Story her war das jetzt der letzte Resident Evil Teil, den ich gespielt habe. Weil, wie gesagt, alles Neuere könnt ihr gerne bei anderen YouTubern schauen. Bei mir kommen eher klassische Games, wie ihr wisst. Und, ja, ich meine, mein Gott, nochmal, exklusives Finale für ein sehr langes Let's Play. Ich glaube, 36 Parts waren es am Ende. Meine Güte, also das ist schon krass gelaufen, ja. Aber hat mir Spaß gemacht, wie gesagt, hat mir sau viel Spaß gemacht. Und ja. Ach, schön. Jetzt können wir nochmal schön die Musik hier auf uns wirken lassen. Ah, herrlich. Claire und Chris haben sich endlich gefunden und können gemeinsame Sache machen. Ja. Sehr, sehr schön, sage ich dazu. Hiroki Kato. Jawohl, da haben wir jetzt, glaube ich, eine Stunde Folge. Presented by Capcom. Ach, danke, 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 dass wir es geschafft haben. Oh, wie geil. Wie gesagt, hier und da hätte man es auch schneller durchspielen können, aber wie gesagt, das war jetzt das erste Mal. Und, oh, was kriegen wir denn jetzt hier noch? Ein schönes Bild von den beiden. Glückwunsch, Rang E. Ja. Ja, das war klar, dass ich einen Rang E kriege, weil ich habe Speicherung gemacht, ich habe Wiederholung gemacht und die Gesamtzeit war halt viel zu viel. Aber gut, das war als erste Mal, war ein Let's Play. Der Rang ist mir egal. Hauptsache, wir haben es geschafft, mein Gott. Okay. Jetzt haben wir noch den Battle-Modus. Was kann man da nochmal... Okay. Ah ja. Okay, das war's dann in dem Fall. Okay. Jetzt haben wir den Battle-Modus. Keine Ahnung, was das wieder sein soll. Aber gut, wie gesagt, Freunde, ein normaler Durchgang nur im Let's Play reicht. Nochmal hier vielen Dank an alle, die es zugeschaut haben. Bei Resident Evil Code Veronica X, wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ja. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Projekt wieder, was dann Resident Evil Zero sein wird. Alles klar, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch ja noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Ciao, euer Sebi.